Geht nicht, gibt's nicht. Das ist die Einstellung unseres heutigen Gastes. Und mit diesem Motto geht sie auch ihrem großen Hobby der Fotografie nach. Nur das Besondere, sie erkennt ihre Motive gar nicht, denn sie ist blind. Herzlich willkommen, Michaela Eiben aus Aurich in Niedersachsen. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Hallo. Hallo, Michaela. Hallo. Wir müssen jetzt, glaube ich, erst mal erklären, es war vor etwa 20 Jahren, da sind Sie im Alter von 21 Jahren plötzlich über Nacht vollkommen erblindet. Wie kann sowas passieren? Das ist eine gute Frage. Das weiß eigentlich heute, also bis heute keiner so ganz genau. Ich bin abends zu Bett gegangen und habe morgens zu meinem damaligen Freund, heutigen Mann, gesagt, kannst du das Rollo aufmachen? Und damit ist es für mich dunkel geblieben. Gab es denn irgendwelche Anzeichen dass da eine Erkrankung irgendwie vorherrscht? Nee, also es stellte sich dann hier in Hamburg raus, dass das eine atypische Retinitis pigmentosa, atypisch deshalb, weil die RP eigentlich ein langsam fortschreitender Prozess ist. Das ist, glaube ich, eine Netzhautablösung. Genau, und die kann man aber mit Laser auch aufhalten und bei mir eben atypisch, weil es eben spontan über Nacht gekommen ist. Und dann wirklich vollkommen erblindet. Wie haben Sie das geschafft, dass Sie da ja Ihren Lebensmut so behalten? Weil Sie sind eine unheimliche, fröhliche Frau, die sehr, sehr viele Sachen macht und ganz aktiv im Leben steht. Ich würde schon immer sagen, ich bin schon so eine Sportskanone, so eine Rakete, die immer impulsiv ist. Aber ich habe halt auch einen tollen Mann, den ich auch vorher schon hatte und der auch sehr viel unterstützt. Und da ich auch sehr viel Energie rausholen kann. Und dann macht das auch Spaß. Und dann haben Sie sich als Hobby jetzt die Fotografie ausgesucht, wo sicherlich viele sagen werden, wie passt das irgendwie zusammen? Man sieht nichts und gerade so ein Hobby, wo es doch auf das Motiv und so ankommt. Und wir waren ja mal mit Ihnen unterwegs, als Sie Ihrer großen Leidenschaft nachgegangen sind. Und jetzt ist sie hier auf dem Main-Nachmittags-Sofa, Michaela Eiben aus Aurich. Michaela, wie es da eben hieß, Ihre Kinder haben Sie zwar noch nie gesehen, aber Sie haben ein Bild von Ihnen im Kopf. Wie muss man sich das vorstellen? Eigentlich ganz einfach. Mir sind sie sehr gut erklärt worden, sage ich mal. Es ist, der liebe Gott hat es gut mit uns gemeint. Also ich habe meinen Mann ja gesehen, sehend, ich mich selber ja auch schon gesehen. Und alle drei Kinder haben sehr viel von uns beiden abbekommen. Also die eine die Augen von der Mama, der andere vom Papa oder Haare. Und von da habe ich ein unheimlich gutes Puzzleteil, was ich ja schon gesehen habe. Und den Rest habe ich mir ertastet. So hatte ich nie das Gefühl, mir fehlt was. Wie haben Sie das überhaupt gemanagt mit den Kindern, gerade als Sie noch so kleine Würmer und Babys waren? Denn Sie waren ja schon ganz blind, als Sie die Kinder bekommen haben. Ja, also beim ersten war das gar nicht so das Problem. Da ging das alles so ganz sachte und mit vielen Tricks und Ideen. Und zwischen dem ersten und dem zweiten, also wir wollten ein zweites, sind dann ja Zwillinge geworden. Überraschung. Überraschung, wilde Natur. Und Arne hat nämlich auch Zwillinge. Ja. Genau, und da wissen wir, was ist. Ich kann mir das ungefähr vorstellen. System. Einfach wirklich System. Zum Beispiel Wickeln. Also ich meine, ich kann sehen und ich hatte schon Angst, mein Baby fällt mir vom Wickeltisch. Wie machen Sie das? Das ist ganz einfach. Also man probiert vorher Dinge. Also ich habe immer gesagt, ich war beim Wickelkursus, also hier bei der Schwangerschaftsgymnastik. Mhm. Und da hieß immer, was machst du, wenn dein Kind vom Wickeltisch fällt? Und ich habe gesagt, das fällt nicht runter. Das kannst du nicht sagen, ist schon sehenden passiert. Sag ich, doch, kann ich sagen, weil ich habe gar keinen Wickeltisch. Ich habe meine Kinder wirklich so auf dem Fußboden, sag ich mal, diese dicke Wickeltischauflage, habe ich auf den Fußboden gelegt und so hatte ich das Problem gelöst. Ja, das stimmt eigentlich. Gute Idee. Vorausdenken. Ideen muss man haben. Ja. Michaela, seit gut einem Jahr jetzt gehen Sie Ihrem neuen Hobby nach, der Fotografie. Warum ausgerechnet die Fotografie? Wie kamen Sie dazu? Mir war langweilig. Möglich sein, nach Gehör und nach Tastsinn Bilder einzufangen. Und es war erstmal nur ein Projekt. Ja, und aus diesem Projekt wurde eine richtig große Sache. Und ich habe halt immer weiter und weiter und... Ja, aber wie machen Sie das, dass Sie da auch wirklich was drauf haben? Also zum Beispiel, wir haben es ja gesehen, als Ihre Kinder eben fotografiert haben, die haben mal piep, piep, piep gerufen? Oder genau. Also muss ich das so vorstellen. Das hat ja auch noch ganz viel mit Überlegung und Konzentration zu tun. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will jetzt eine Weinflasche fotografieren, ist logisch, dass ich sie im Querformat niemals kriegen werde. Auch kein Sehender wird das schaffen. Und das ist schon Logik. Und dass ich sie im Hochkant. Und dann gehe ich praktisch mit der Linse an die Flasche ran, gehe relativ mittig und messe ungefähr rückwärts so Pi mal Daumen ab, wie weit ich zurückgehen muss, um diese Flasche drauf haben zu können. Und da kann man ein Gefühl für kriegen, wenn man das lange genug macht. Sprich 10.000 Bilder.
Einige Schnappschüsse sind da schon entstanden. Sie hätten sich ja nun auch wirklich jedes andere Hobby zulegen können, wenn Sie sagen, Ihnen war langweilig. Ist schon vielleicht auch so ein bisschen Trotz dabei, dass Sie sagen, jetzt zeige ich es denen erst recht, obwohl ich nicht sehen kann, fotografiere ich? Bestimmt, weil also denke ich mal, werden meine Eltern sofort unterschreiben. Ich war schon immer ein quirliges Kind. Und das ist bestimmt ein bisschen. Aber ich denke mal, es ist einfach auch, um der Menschheit zu zeigen, dass man eine ganz normale Person ist und dass immerhin noch ganz, ganz viel geht, wenn man nur will. Und vor allen Dingen den Menschen, die Handicap haben, einfach auch Mut zu machen, dass nicht immer alles gleich vorbei ist, sag ich mal, wenn man eine Einschränkung hat. Bekommen Sie denn da auch jetzt schon Resonanz von anderen Blinden oder vielleicht Sehbehinderten, die sagen, oh, Sie sind so ein Vorbild für mich, dass, damit habe ich jetzt auch angefangen? Also so spezifisch noch nicht, also Lobe und ich sage, Lob habe ich schon viel bekommen und auch ganz viel Feedback. Also muss ich eigentlich, ich habe mit mehr Anecken eigentlich gerechnet, dass ich mich mehr erklären muss. Und da ist eigentlich wirklich nur positiv. Also ich denke mal schon, also dass die Leute, ja gut, nicht vielleicht gerade anfangen sofort zu fotografieren, aber schon sagen vielleicht, also ich habe oft schon gehört, ja, jetzt habe ich mehr Mut zu etwas anderem, ne? Wer Sie ja total unterstützt, haben wir gesehen, auch im Film, das ist Ihr Mann, der hilft Ihnen auch bei der Auswahl der Bilder. Wie wichtig ist er für Sie? Oh, der ist alles für mich. Und das seit 22 Jahren. Hat diese Erblindung, die Sie erlebt haben, hat das vielleicht Ihre Beziehung, Ihre Ehe noch enger zusammengeschweißt? Ja, ich glaube, das kommt automatisch, obwohl wir haben uns gesucht und gefunden und das schon ja eine ganze 2-3 Jahre vorher, sehend noch. Und das war schon so, also wir wollten immer heiraten, wir wollten Kinder haben, es war schon der Richtige fürs Leben. Aber ich denke mal schon, der Schwierigkeitsgrad, das nichts mehr sehen, ich glaube schon, dass einen so eine Situation noch enger zusammenschweißt, doch, glaube ich schon. Michaela, Sie haben jetzt, wie könnte es auch anders sein, schon wieder ein neues Projekt, was Sie tatkräftig angehen. Und zwar ist es ein Kochbuch. Finde ich auch ungewöhnlich. Es hat auch vor allem auch einen super Titel. Lieber Tomaten auf den Augen als Rezepte, die nichts taugen. Wieso denn ausgerechnet ein Kochbuch? Ja, eigentlich haben mich Landfrauen draufgebracht bei einer Lesung, weil ich immer wieder gefragt wurde, Frau Eiben, wie managen Sie einen 5-Personen-Haushalt? Und irgendwann habe ich gedacht, mach's ein Kochbuch. Und Kochbuch wollte ich natürlich nicht wie jedermann stinken langweilig, würde ja auch gar nicht zu mir passen. Hab gesagt, jetzt springst mal als Comicfigur aus einer Torte, machst kleine Anekdoten mit rein, machst super tolle Hausmannskostrezepte. Ich wollte also keine Sterneköchin bin ich nicht, aber es ist noch keiner tot vom Stuhl gekippt. Meine Kinder schmeckt's auch und mein Mann schmeckt es auch und ja. Ist das denn ein Buch für Sehende oder auch für Menschen mit Sehbehinderung oder Blinde? Gibt es das auch dann in Blindenschrift oder wie haben Sie das gemacht? Wir haben jetzt voraussichtlich jetzt erstmal es für Sehende gemacht. Für die Sehenden ist es die? Die Schwarzschrift. Die Schwarzschrift, okay. Noch ganz kurze Frage, wie machen Sie das, dass Sie kochen? Also machen Sie das ganz alleine? Ich meine, das ist ein heißer Herd und so weiter, kann man sich verbrennen? Mit Fingerspitzengefühl. Nein, ich verbrenne mich heute weniger als früher sehend. Ist so, weil man einfach Dinge platzierter abstellt, sich bestimmte Dinge merkt und nicht mehr so im Halbdrehen irgendwas greift und umkippt oder so. Also ich habe mich echt in den letzten 20 Jahren also kaum verbrannt. Toll. Und dieses Kochbuch mit den Rezepten, das musste die ganze Familie das übrigens dann alles mal so durchessen? Alle Rezepte, die da drin auftauchen? Also das meiste kennen wir alle, ja. Und es ist schon viel auch durch die Familie gegangen und doch, also bis jetzt, wie schon gesagt, haben es alle überlebt. Sehr schön. Das kommt jetzt im November ja in die Buchläden. Mitte November kommt es Ihr raus. Kochbuch. Und dann sagen wir vielen Dank, Michaela Eiben aus Aurich. Weiterhin alles Gute. Wir sind gespannt, was noch kommt nach der Fotografie, dem Kochbuch, vielleicht noch mal eine Malerei oder sowas. Sind ja ein echtes Multitalent. Würde uns nicht wundern. Nein, vielen Dank, Michaela. Dankeschön. Danke.